Apple CarPlay, Android Auto ist eine super Sache. Echt praktisch, wenn man das Smartphone mit dem Auto einfach verbinden kann. Hat natürlich leider nicht jedes Auto. Die moderneren ganz oft schon, aber die bisschen älteren eben oft nicht. Und genau dafür bietet hier unter anderem Ovolux eine Nachrüstlösung an. Und zwar jetzt schon in der verbesserten Version. Ja, hier die Originalversion, die habe ich euch schon mal vorgestellt. Ihr könnt euch das Video gerne nochmal anschauen. Ich verlinke es hier oder unter dem Video. Irgendwo ist es zu finden. Das war schon ganz gut, hatte aber noch deutliche Schwächen gehabt, das Teil. Und jetzt in der neuen verbesserten Version soll das alles besser und schöner und schneller und toller geworden sein. Hier seht ihr nochmal das Originalgerät und wir packen jetzt mal hier die verbesserte Version aus. Auch hier handelt es sich um ein 7 Zoll Touch Display. Das allerdings dadurch, dass jetzt das Display laminiert wurde, na komm raus, also noch bessere Darstellungen, Farbdarstellungen bietet und auch weniger Reflektionen haben soll wie die erste Version, was schon mal auf jeden Fall eine gute Sache ist, denn die erste hat schon deutlich reflektiert. So, wir packen es mal aus, auch hier in einem Zipbeutel drin, sehr nachhaltig. So schaut jetzt hier die zweite Version aus. Da ist noch eine Folie drauf, ne? Nicht wundern. Und so sah Version Nummer 1 aus. Auch da eine Folie drauf. Man sieht schon deutliche Unterschiede hier. Früher waren das hier die Bedienfelder und jetzt haben wir hier deutlich mehr. Und wir können auch hier noch die Farben einstellen von der Hintergrundbeleuchtung. Ja, das kann man wohl farbig machen. Finde ich schon mal cool. Und es sieht auch einfach besser und wertiger aus. Schauen wir auf die Rückseite. Die sieht jetzt so aus und sah vorher ja so aus. Ne? Also vorher waren hier hinten die beiden Lautsprecher drin. Und jetzt, ja, wo sind jetzt die Lautsprecher hingewandert? Das ist eine gute Frage. Das hier muss es wohl sein. Und wir haben hier hinten auch einen Umgebungslichtsensor. Dann schaltet das Teil automatisch von Tag auf Nachtsicht um. Also nicht auf Nachtsicht, sondern von der Beleuchtung her von hell auf dunkel. Ohne dass man da extra was drücken muss, muss man einmal einschalten. Und dann macht das hier hinten der Sensor auf der Rückseite. Schauen wir uns kurz mal die Anschlüsse an. Die haben wir hier. Da haben wir einmal USB-A, Speicherkarte, Strom kommt hier rein. Und dann haben wir dort noch ein paar Anschlüsse für ein Mikrofon, Audio und Kamera. Kamera heißt, ihr könnt hier auch eine Rückfahrkamera anschließen und dann direkt das Bild der Rückfahrkamera, zack, so rum bitte, direkt hier drauf bekommen. Jo, also allein vom Anfassen her wirkt das deutlich wertiger als die alte Version. Viel besser verarbeitet, so vom Gefühl in der Hand. Okay, also die alte packe ich auch mal zur Seite, denn wir wollen hier nicht nur vergleichen, sondern hier mal fertig weiter auspacken. Also was steckt noch drin? Natürlich brauchen wir eine Halterung. Das wäre die hier, eine Saugnapfhalterung. Da hat sich nicht sehr viel geändert. Die kann man dann in der Höhe justieren. Und auch hier in der Länge kann man die noch mal ein bisschen justieren, dass das passt. Klippt einfach hier hinten auf der Rückseite ein. Das ist der Mechanismus. Passt, kann man an die Scheibe packen, kann man mit der passenden Unterlage, die hier auch irgendwo noch steckt, komm raus, hier auch aufs Armaturenbrett draufkleben. Also das hier klebt man aufs Armaturenbrett und dann mit dem Saugnapf hier drauf befestigen. Geht beides. Ich bevorzuge die Scheibenversion, also an die Scheibe. Strom kommt hier über einen Zigarettenanzünder, ne, sollten ja die meisten Autos haben. Und dann hier einfach dann ins Gerätchen rein. Das war ja hier oben, war das der erste Anschluss. Genau, hier der. Und zack. Und Strom kommt aus dem Anzünder raus. Also super einfache Installation. Das sollte echt jeder hinbekommen. Und dann haben wir hier nochmal ein Klinke-auf-Klinke-Kabel als AUX-Anschluss. Und dann könnt ihr auch das Teil hier an eure Stereoanlage oder an die Anlage, an die Lautsprecher im Auto anschließen, wenn euer Autoradio einen entsprechenden Anschluss hat. Kriegt man auf jeden Fall einen besseren Sound raus als der hier. Wie gut der nachher wirklich ist, sehen wir. Das hier sieht mir stark danach aus, dass das hier schon was ist, für die Rückfahrkamera anzuschließen. Also, soweit zur Theorie. Gefällt mir so schon mal ganz gut. Wir ziehen auch mal flott hier noch die Folie ab. Achtung, für alle Folienfetischisten gibt es jetzt den Ton. Yep, sehr schön. Und dann heißt es ab ins Auto einbauen und ausprobieren. Wireless Apple CarPlay zum Nachrüsten. Übrigens, kurz der Preis. Kostet 190 Euro, gibt es aber ganz, ganz oft mit Rabatten. Jetzt, wo ich das aufnehme, aktuell für 144 Euro. Genau, also
kann man, glaube ich, machen. Aber ob es wirklich eine gute Idee ist, so viel Geld hierfür auszugeben, das finden wir jetzt raus. So, da ist das Teil montiert. War echt super schnell, einfach und easy. Ihr seht, ich habe die Befestigung an der Scheibe gemacht. Natürlich die Position hier, die sollte man nicht so beibehalten. Also doch irgendwie machen, dass das dann weniger im Sichtfeld ist. Aber jetzt für die Demonstration reicht das aus. Ich habe hier die Anschlüsse auf der Seite, das Käbelchen einfach mal hier so provisorisch rumverlegt. Hier nach unten und auch hier sehr gut. Schaut mal her, ihr habt euren Zigarettenanzünder und dann noch zwei USB-Anschlüsse mit dran. Mitgedacht, sehr schön, Ovolax, das gefällt mir. Und jetzt schauen wir einfach mal, wie das funktioniert, denn ich habe hier den Schlüssel, der kommt rein, Zündung geht an und das Teil fährt hoch. Und hier ist das Smartphone, mein iPhone, ne? Da habe ich USB, da habe ich WLAN und Bluetooth aktiviert, habe das Ganze schon hier gekoppelt, hat echt einfach und easy auf den ersten Versuch sofort funktioniert und ja, schaut sehr, schon verbunden, automatisch, ich habe gar nichts gemacht, hier Apple CarPlay und schon verbunden. So muss das sein. Super easy. Und man sieht sofort dieses Gespräch mit hier laminiertem Display. Das ist kein dummes Gespräch. Das sieht echt viel besser aus. Ist auch heller, reflektiert weniger. Hier die Bedienung, das geht flüssig. Das reagiert richtig gut auf Touch-Eingaben, wenn ich hier mal irgendwo drauf gehe. Super. Also echt eine gute Verbesserung, muss ich sagen. Hier, wenn ich mal in die Einstellungen reingehe, ihr seht, das reagiert alles echt gut. Und hier sind wir, wie gesagt, jetzt in Apple CarPlay mit drin. Und ich kann dann auch natürlich wieder zurück rausgehen aus CarPlay. Einfach hier unten auf die Home-Taste drücken. Und wir sind dann im Ovolax-Menü. Da seht ihr CarPlay, Android Auto haben wir. Wir können auf die SD-Karte zugreifen. Das Telefon per Bluetooth verbinden, hier FM übertragen. Das heißt, ihr habt ein Autoradio, das ihr nicht verbinden könnt, über Kabel, weil da keine Klinke da ist. Also hier sowas, ne? Ich habe eine Klinke. Dann könnt ihr das auch direkt hier über das Radio machen. Das heißt, ihr bekommt den Ton von dem Gerät auf euer Radio übertragen per Radiowellen. Also ihr seht schon, man wählt hier einfach dann eine entsprechende Frequenz aus, stellt die am Radio ein und bekommt den Ton dann über die Lautsprecher im Auto. Das ist auch cool. Ne? Schön mitgedacht, schön mitgedacht. Also per Kabel oder ohne Kabel, beides ist hier möglich. So, wir gehen nochmal hier zurück. Ne? Und dann hat man verschiedene andere Möglichkeiten. Man kann hier noch was einstellen. Equalizer für den Ton kann man noch ein bisschen was einstellen. Das ist auch ganz nett und es reagiert echt gut. Ne? Hintergrund, da gibt es auch ein paar verschiedene, die man sich hier aussuchen kann. Nehmen wir einfach mal das hier. So, passt, zack, neuer Hintergrund und das reagiert auch flott. So, man kann hier noch auf den USB-Stick zugreifen und in die Einstellungen reingehen. Da gibt es tatsächlich noch so ein, zwei Sachen, die man einstellen kann. Hier gehen wir in die Systemeinstellungen, natürlich die Sprache. Hier die Tastenbeleuchtung. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Gut, ich halte es mal so hin. Die wechselt gerade in die verschiedenen Farben immer. Ne, blau, grün, rot, violett, gelb und so weiter und so fort. Ne, kann man also so stehen lassen oder ihr wählt euch einfach eine Farbe aus. Was wäre denn jetzt mal nett? Ich sag mal hier gelb vielleicht oder doch eher blau oder rot oder lila oder cyan oder einfach nur weiß. Ne, sucht es euch aus, kann man hier einstellen. Ganz nettes Feature, vor allem bei Nacht kann man dann gut darauf zugreifen. So, dann haben wir hier nochmal Einstellungen für die Rückfahrkamera. Die kann man stumm schalten, ne, Rückfahrführungslinien ein- ausschalten. Dimmer-Sensor, den habe ich aktiviert. Das ist eben die automatische Bildschirmhelligkeit und zusätzlich Nacht- und Tagmodus. Das heißt, wenn es dunkel ist, wird der Bildschirm in den Nachtmodus runtergedimmt, dass ihr nicht so geblendet werdet. Das ist cool. Über das Gerät, jo, schauen wir doch mal kurz rein. Da haben wir ein paar Daten, was hier die aktuelle Software drauf ist. Okay, und jo, das wäre dann schon hier wieder zurücksetzen auf die Werkseinstellungen. Das wäre das. Telefonverbindungseinstellungen haben wir hier einiges. Man kann auswählen, wie eingestellt wird, Hintergrund einstellen, Zeit einstellen. Ja, so ein paar rudimentäre Sachen. Aber das Wichtigste ist ja hier erstmal, dass unser CarPlay gut funktioniert. Zack, sofort da. Das ist super. Mit Android Auto geht das mit Sicherheit genauso gut. Und auch die Reflexionen. Ihr seht, wenn das jetzt hier an ist, eben in dem dunklen Bildschirm, ich gehe noch mal kurz raus, dann seht ihr nämlich hier ganz deutlich ja schon meine Reflexionen, aber dann hier bei so einem hellen Hintergrund und bei CarPlay hier zum Beispiel,
Das ist wirklich, wirklich gut ablesbar. So, jetzt spiele ich mal kurz was ab. Nur eine ganz kurze Sekunde, um euch was zu demonstrieren. Und zwar, wie der eingebaute Lautsprecher ist. Ich gehe mal hier auf dieser und spiele euch mal kurz was vor. Geht wirklich leider nur ganz kurz wegen der GEMA und so, ne? Dann bekomme ich Probleme. Aber wir nehmen einfach mal hier Country Hits. Zack. Und los geht's. Und natürlich hier volle Lautstärke. Mit den Lautstärke-Tasten kann man das hier ändern. Und das funktioniert auch so gut. Also richtig, die ganzen Touch-Sachen hier, die funktionieren. Wieso höre ich jetzt nichts? Ah, ganz klar. Ich höre nichts, weil ich hier die FM-Übertragung aktiviert habe. Dann wird es übers Radio kommen. Aber wir wollen ja die Lautsprecher. Ah. So, das muss reichen. Ich kann mal so viel sagen, die klingen echt besser als bei der Vorgängerversion. Sie scheppern weniger, sie werden lauter, haben natürlich keinen richtigen Wumms, keinen Bass und kein gar nichts, aber man kann gut was verstehen. Ich denke mal, Podcasts hören ist ja wunderbar. Auch so die Navigationsanweisungen kann man sich hier gut mitgeben. Das funktioniert wunderbar, also bestimmt absolut laut genug und man kann ja hier jederzeit die Lautstärke auch ändern. Ich muss sagen, von diesen Touch-Tasten hier bin ich echt ein Freund. Das ist richtig, richtig gut. So, ich probiere mal kurz noch Siri aus. Hey Siri, Uhrzeit. Es ist 15:24 Uhr. Ja, nochmal. Hey Siri, wann geht heute die Sonne unter? Der Sonnenuntergang ist heute um 19:44 Uhr. Ja, dürfte gerne noch ein bisschen lauter sein. Das hier ist jetzt Maximallautstärke, aber geht in Ordnung für mich. Also ihr seht schon, hier ist sehr, sehr viel Licht und wenig Schatten. Ich muss sagen, Urvolax hier, Moment, Daumen hoch, habt ihr wirklich gut gemacht. Eine echte Verbesserung. Das Teil hier ist um Längen besser als die alte Version. Und wer so eine Nachrüstversion oder Nachrüstlösung sucht, ja, greift zu. Hier gerade mit dem Angebot 144 Euro mit Rabatt. Link ist hier unten in der Videobeschreibung. Holt euch das Ding. Das ist echt, echt nice. Funktioniert ganz wunderbar. Ich hatte hier null Probleme gehabt. Einrichtung, alles super, schnell geklappt. Ja, stressfrei, schön. Android Auto, Apple CarPlay zum Nachrüsten. Also, ja, vieles wird eben dann doch besser mit Version Nummer 2. So, das wäre es aber gewesen für heute. Danke fürs Zusehen, Leute. Und bis zum nächsten Mal hier bei Me Apple Cat. Macht's gut. Ciao.